2021 feiert das Burgenland seine 100-jährige Zugehörigkeit zur Republik Österreich. Dieses bedeutende und historische Ereignis ist Anlass dazu, sich mit der eigenen Geschichte und Identität auseinanderzusetzen. Daher hat jede Schülerin und jeder Schüler der Mittelschule Andau in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes geforscht und sich auf die Suche nach Gegenständen, Dokumenten und alten Fotos von früher begeben. Durch Geschichten unserer Großeltern und Urgroßeltern sind diese stummen Zeitzeugen lebendig geworden. Mit allen Fundstücken dieser gemeinsamen Zeitreise in die Vergangenheit des Burgenlandes haben wir eine Ausstellung in der Schule gestaltet. Zusätzlich kann man alle Beiträge auch noch in der Projektmappe nachlesen. Erwin, und dies ist die Schultasche meines Urgroßvaters Edmund Lindau. Er wohnte im Südburgenland an der Grenze Österreich-Ungarn. Mit ihr ging er zwischen 1928 und 1932 in die Schule. Ich bin Jonas. Das ist die Nähmaschine, mit der meine Urgroßmutter Bettbezüge genäht hat. Jetzt zeige ich euch eine besondere Flasche. Diese Flasche nahm meine Vorfahren mit aufs Feld, damit sie bei der Arbeit trinken konnten. Das Korbgeflecht um das Glas hielt den Inhalt schön kühl und zerbrechen konnte die Flasche auch nicht. Und jetzt zeige ich euch mein Lieblingsstück. Das ist ein Mixer, der ohne Strom betrieben wurde, nämlich mit einer Kurbel. Mit so einem Stück mixte meine Uroma den Teig für den Gugelhupf. Später hat sie diesen Mixer verwendet. Heute verwendet meine Familie eine Küchenmaschine. Da haben wir als erstes Zimmermannssaug. Das war ein Handwerkzeug für einen Handwerkerbetrieb. Dann haben wir dann neben die Schiffschuhe. Die sind drüber gezahlt worden, um das normale Schuhwerk, weil damit, das Schiff war ja scharf, damit es nicht runiert, wenn die normalen Schuhe. Dahinter haben wir einen Ochsenkummer, da sind die Ochsen eingespannt gewesen und hat dazu gedient, dass Gerätschaft dann angehängt worden ist. Dann haben wir Petroleumlampen, weil es hat ja keinen Strom noch nicht gegeben. Jetzt ist das mit Petroleum alles beleuchtet worden, Wohnhaus, Stall. Daneben haben wir noch für Nachtwächter die Höllerporten, das war so ein Verteidigungswerkzeug, weil der hat ja gewacht über das Dorf. Dann haben wir eine Räumgabel zum Räumausstecher und daneben das Sichel, da sind praktisch die Happeln angehaut worden. Für unser Projekt 100 Jahre Burgenland habe ich ein paar alte Fotos zusammengetragen. Dieses Brautpaar hier zeigt meine Urgroßeltern. Dieses Foto entstand in Mattersburg. Darauf sieht man die Schulklasse meines Opas. Auf dem nächsten Foto führt mein Urgroßvater sein Pferd zur Tränke. Hier sieht man erneut meinen Urgroßvater vor dem Stall. Das Fest der Erstkommunion früher ist auf meinem letzten Bild zu sehen.